Das E-Werk in Schwerin hat sich als Spielstätte des Mecklenburgischen Staatstheaters schon längst etabliert. Jetzt wird erstmals in den Wohnräumen über dem E-Werk ein Theaterstück aufgeführt. Um das Stück zu inszenieren, holte das Mecklenburgische Staatstheater Nina Gülsdorf nach Schwerin. Also ich habe eine lange Arbeitsbeziehung mit Schauspieldramaturgin hier am Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters und die kannten meine Arbeit und haben gesagt, eigentlich wollen wir für Schwerin auch sowas. Wir wollen ein Projekt, was anders an die Leute rantritt, was sich in die Stadtgesellschaft vernetzt. Hast du Lust? Und dann ist natürlich immer eine Frage, also wir haben 1,5 Jahre ungefähr vorbereitet, ne? Wie kann man das als normales Theater leisten? Und da hatten wir jetzt das Glück, dass wir von der Bundeskulturstiftung im Fonds Doppelpass gefördert werden. Das Besondere ist, dass wir tatsächlich mit dem Volkstheater Rostock damit auch kooperieren. Bei der Probe am Dienstagabend konnten wir einen ersten Eindruck vom Stück gewinnen. Mama, wo ist dein Pionierausweis? Verbrannt. Den brauchst du nicht mehr. Ich bin hier geboren, aber meine Eltern leben in Mühleneichsen Richtung Regensmühlen. Mein Vater, Hallemann, war Pastor. Diese Probe war allerdings eine besondere, da zum ersten Mal auch die Schauspieler ihre Kollegen sehen konnten, da es nur eine Zuschauergruppe gab. Normalerweise werden 2 Zuschauergruppen parallel durch die Räume geführt. Kommen Sie mit! Kommen Sie einmal mit! Das Stück beginnt im Theatersaal des E-Werks, von wo aus die Zuschauer aktiv durch die Schauspieler in die einzelnen Räume geleitet werden. Er hat ungefähr so angefangen. Für unser Theaterstück Linien werden die Zuschauer eine Wohnung erleben, eine Wohnung direkt über dem E-Werk. Und diese Wohnung ist mit alten Tapetenresten, hängen gebliebenen Lampen und so weiter wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort. Und gemeinsam mit dem Publikum begehen wir diese Wohnung. In jeder Wohnung wird gespielt. Wir haben hier also quasi so eine Art WG aus lebenden Menschen, früheren Geschichten. Und man hat die Chance, den Schauspielern näher zu treten, als man das vielleicht sonst tut. In sehr kleinen Gruppen geht man durch die Räume und die Schauspieler spielen Szenen mehrere Male. Und man hat also wirklich, glaube ich, das Gefühl, dass man auf eine ganz andere Weise den Schauspielern nahe kommt. Nebenwirkungen bei Frauen, tiefere Stimme, Bartwuchs, Akne, Unfruchtbarkeit, Menstruation. Für das Rechercheprojekt wurden Menschen aus Schwerin und Umgebung zu ihrem Leben in der DDR und danach befragt. Nicht nur für Nina Gülsdorf und die Dramaturgin des Stücks, Jenny Flügge, ist dieses Projekt eine ganz besondere Herausforderung, sondern auch für die Schauspieler selbst. Wir hatten kein fertiges Textbuch zu Beginn, mit dem wir arbeiten konnten. Es ist Material aus Interviews von Menschen hier aus der Region und deren Lebensgeschichte. Das ist natürlich spannend, wenn man sozusagen mitverfolgen kann, wie sich das immer weiter rauskristallisiert, wie das immer mehr Form annimmt oder vielleicht dann auch nicht. Das heißt, man überwirft dann Sachen nochmal, entscheidet dann doch anders. Das ist natürlich sehr spannend. Also für mich war die Entstehungsgeschichte extrem spannend, weil wir sozusagen viele Protagonisten interviewt haben, Leute, die irgendwie hier in Schwerin in der Wende wichtig waren, Leute, die gar nicht so wichtig waren. Die haben uns in ihre Wohnzimmer, in ihre Küchen gelassen. Wir haben uns 5-6 Stunden unterhalten. Dann ist es alles runtergetippt worden, dann sind 10 Seiten übrig geblieben und dann musst du es runterdrücken auf irgendwie 2 Seiten und gucken, ob es passt. Und das war auch einfach, also ja, für mich war es unglaublich berührend, wie die Leute einen in ihre Leben reingelassen haben und auch was übrig ist von dieser ganzen Wende-Euphorie, die ja hier in Schwerin, ja, wo sie krass mitgewirkt haben auch. Premiere feiert das Stück am Samstag um 19:30 Uhr im E-Werk in Schwerin.